Hey, Sina. Hallo, Chef. Schön, von dir zu hören. Ich drehe bald durch. Ich habe die ganze Wohnung schon geputzt. Und sogar die Fenster sind schon sauber. Und im Fernsehen kommt auch immer das Gleiche. Aber neue Fälle habe ich mir einfallen lassen. Fälle erfinden, du auch noch. Wieso rufst du eigentlich an? Ja, schön, dass du fragst, Sina. Ja, es hat einen Grund, dass ich anrufe. Das wird jetzt vielleicht nicht so gefallen, aber der Test von Herrn Petersen ist positiv. Das bedeutet, wir müssen weiter in Quarantäne bleiben. Na, das darf nicht sein. Ich dreh doch jetzt schon durch. Was soll ich machen? Ich weiß, das ist jetzt schwer, aber ruf doch die Katja an. Die weiß, was du machen kannst. Ich soll die Katja anrufen. Okay, Chef. Tschüss. Na, das wird ja jetzt lustig. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sabrina Schmidt und ich spiele im Fichtelgebirgskrimi 7 Stern die Polizistin Sina Hofer. Ich melde mich heute nicht von der Polizeistation, sondern von zu Hause und ich hoffe, dass jeder einzelne von euch auch daheim bleibt. Wir müssen die älteren Menschen schützen und verhindern, dass sich der Virus so stark verbreitet. Natürlich vermisst man seine Großeltern, seine Familie oder seine Freunde, aber gerade in der heutigen Zeit haben wir mit dem Handy so viele Möglichkeiten zu schreiben, zu skypen oder sonst auch Briefe zu schreiben. Darum bitte, bleibt zu Hause. Natürlich ist es für manche schwierig, die auf die Arbeit müssen, aber auch ich gehe arbeiten und fahre nach der Arbeit nach Hause. Und am Wochenende kann man so viel Zeit hernehmen für sich selber. Man kann Buch lesen, man kann Bilder malen, man kann die Steuererklärung machen, die bleibt bei mir sonst auch immer liegen, oder sonst einfach mal in sich selber hören. Und darum bitte ich euch nochmal, bleibt bitte zu Hause. Für uns und für alle anderen. Dankeschön.